صلاة الله وسلام على معلم الإسلام. Wenn du zur Moschee kommst, deine Absicht schon, die erste Absicht, dass du nimmst, dass du in Gottes Haus gehst, Allah Jalla Jalalu verzeiht dir die Sünden. Wenn du in die Moschee kommst, Allah verzeiht dir die Sünden. Wenn du zwei Rekka betest, Allah verzeiht dir die Sünden. Wenn du Wudu machst, Allah verzeiht dir die Sünden. Wenn du lachst deinem Bruder, Allah Jalla Jalalu verzeiht dir die Sünden. Eben der Bruder rezitiert Koran, wir hören zu, Allah verzeiht uns die Sünden. Für jede Tat gibt es Sündenverzeihung. Für jede Tat. Deswegen nutze das aus. Ich kenne die Masjid Ramadan. Ich bete in Ramadan. Ich faste nur in Ramadan. Ich bin nur freundlich in Ramadan. Ramadan vorbei, genau wie diese Jacke, ziehe ich mein Gebet und alles andere ab. Achi, wenn du dein Gebet verlässt, weißt du, dass du diese Religion verlassen hast. Nach einigen gelernt. Deswegen fürchte Allah. Und spiele nicht mit dem Vertrag, den du Jalla Jalalu gegeben hast. Du hast einen Vertrag mit Allah. Jeden Vertrag hältst du in Dunya. Sei es ein Hartz IV, wenn die dich rufen, bist du der Erste, der da kommt. 30% Kürzung sonst. Sei es andere Autovertrag, du bist der Pünktlichste, der das macht. Aber du hast Vertrag mit Jalla Jalalu und halte ihn ein. Allah ruft dich 5-mal am Tag. 5-mal am Tag Einladung von Jalla Jalalu. Kommst du zu seiner Einladung oder kehrst du den Rücken zu? Bist du so mutig? Bist du so mutig und denkst du, dass Allahs Buch ein Spielzeug ist? Denkst du, dass Worte von Allah ein Spielzeug sind? Denkst du, dass Allah Jalla Jalalu nicht mit dir hier spricht? Denkst du, dass Allah dich hier nicht meint, wenn er mit dir redet? Bist du so stark? Dann verlasse jetzt die Moschee, wenn du so stark bist. Kehre Allah den Rücken doch zu. Oder komm zurück in die Reue. Allah redet mit dir. Nimm es. Wir haben es auf alle Sprachen. Allah redet mit dir. Allah will dich zu einem Mensch machen. Allah will dich zu Erfolg machen. Allah will, dass du dein Kind richtig erziehst. Allah will nicht, dass dein Kind ein Drogendealer wird. Das willst du. Allah will nicht, dass deine Tochter mit 12 Jahren keine Jungfrau ist. Allah will nicht, dass du ein Türsteher wirst. Allah will das nicht. Das wollen die Menschen. Allah erwähnt dir hier in seinem Buch, mach es doch nur auf. Lies, was Jalla Jalalu dir sagen will. Lies, was Subhanahu wa Ta'ala meint und dir das sagen möchte. Kehre doch nicht den Rücken zu. Das ist ein Brief, das ist sein Wort, den du täglich lesen kannst. Das ist die beste Kindererziehung. Das ist die beste Menschenerziehung. Das ist der beste Psychologe. Das ist dein Sinn für dein Leben. Aber wenn du den Rücken zukehrst, erwarte nicht von Allah Hilfe, wenn du sie brauchst. Ramadan, die Schlacht von Badr, die heilige Schlacht von Al-Badr, sie hat im Ramadan stattgefunden. Die Sahaba radiallahu an, wo sie aus Medina mit Muhammad alayhi salatu wassalam rausgekommen sind, wie viel waren sie? 300 Mann. 2 Pferde, 70 Kamele. Gegen die Araber, die zu der Zeit Mushrikin waren, gegen eine Weltarmee, gegen die Stärksten zu der Zeit. Die Quraysh, sie waren so stolz, sie sind in diese Schlacht gegangen mit 1000 besten Kriegern, die die Halbküste gehabt hat. Sie sind hingegangen mit 700 Kamelen und mit 70 arabischen besten Pferden. Gegen wen? Gegen, was haben wir gesagt, 300 Mann gegen 70 Kamele und 2 halbkranke Pferde. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, dass die einen das verstanden haben und die anderen hatten ihre Götter aus Holz.
die Flagge, die aus Medina kam, die die Sahaba radiallahu an hatten, war nichts anderes außer der reine Tawhid. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Der reine Monotheismus. Sie war die Stärke. Sie kam aus Medina. Die Sahaba radiallahu anhum arda. Sie erhoben ihre Schwerte. Sa'd ibn Mu'ad, er erhob sein Schwert und sagte: Ich stehe für die Ansar da. Ja, Rasulullah, wir sind mit dir. Sie haben gesagt, wir lassen dich nicht, wie die Kinder Israels Moses gelassen haben und gesagt haben, geh kämpfen, Moses, wir warten, bis das vorbei ist. Wir sind mit dir, ja, Rasulullah. Aus Mekka kam die Stimme der Götzen. Abschaum, Dreck. Nicht verstanden, was menschliches Leben heißt. Sie kamen mit der Flagge Lata und Uzza. Sängerinnen hatten sie dabei, Tänzer hatten sie dabei, jede Menge Hammer Alkohol war dabei. Sie waren sicher, dass sie gewinnen werden. Sie können nicht gewinnen, denn Allah hat in sein Himmel die Armee vorbereitet, die noch stärker war. Seine Engel. Seine Engel wurden vorbereitet. Sie haben die Quraysh platt gemacht. Prophet Muhammad, alayhi salatu wassalam, hat uns erklärt die heutige Zeit. Wollt ihr wissen, wie die heutige Zeit ist? Sie ist genauso, die von 1400 Jahren in Hadith offenbart worden ist. Von Ali ibn Abu Talib, radiallahu an, er berichtet uns einen Hadith, der sahih und authentisch ist, wie man bei Imam al-Tirmidhi in Sunan findet. Der sagt, dass der Gesandte alaihi salatu wassalam sagt, wenn das anvertraute Gut benutzt wird, um Profit zu machen, wenn die Entrichtung der Zekat als Last betrachtet wird, wenn der Mann seine Frau gehorcht und seine Mutter ungehorsam ist, wenn er seinen Freund gut behandelt, seinen Vater meidet, wenn die Moschee für weltliche Dinge benutzt werden, wenn der Führer eines Volkes einer übelster unter ihnen ist, wenn die Menschen einen Mann aus Angst vor seinem schlechten Benehmen mit Respekt behandeln, wenn das Trinken von Alkohol weit verbreitet wird, wenn die Musikinstrumente überall gespielt werden, wenn die Sängerinnen und Sänger ihr Vornehmen annehmen. Was heißt das? Was sagt der Rasul alaihi salatu wassalam? Er wartet den Abschaum auf der Erde und er wartet, dass diese Dunya zu Ende geht. Heute ist das völlig normal. Alkohol, eben wir fahren zu euch, neben uns fährt Biertaxi. Völlig normal. Alkohol überall. Alkohol billiger als Wasser. Jede Getränkmarkt könnt ihr gucken, billiger als Wasser. Alkohol in Übermaßen, Musik in jedem islamischen Haus ohne Ende, Musik in jedem Auto von den Muslimen ohne Ende, Musik völlig normal, Mutter zu meiden, völlig normal, die Frau hochzuheben, ich bin nicht dagegen, der Beste unter euch ist der Beste, der gut zu seiner Frau ist, aber Achi, meide doch nicht deine Mutter, die dich geboren hat. Meide doch nicht die, die dich 9 Monate getragen hat. Wie kann es sein, dass du dir den Rücken zukehrst? Sie hat geschwitzt, du nicht. Sie hat dich auf die Welt gebracht, du hast sie nicht auf die Welt gebracht. Wie kann es sein, dass du dir den Rücken zukehrst? Die Tabi'in radiallahu an, sie sind nie zur Moschee gegangen, ohne der Mutter den Kopf oder die Hand geküsst zu haben. Um sie gefragt zu haben, ja, Ummi, bist du mit mir zufrieden? Wenn sie sagt, ja, der geht mit einem Lächeln zur Moschee, weil er sagt, wenn mein Gebet dann die Säulen erfüllt, Allah wird es annehmen, weil meine Mutter auch mit mir zufrieden ist. Die Zufriedenheit deiner Eltern ist hoch. Wie kann es sein, dass du aufpasst, was du zu deinem Kumpel, zu deinem Freund sagst, aber zu deinem Vater bist du wie ein der Letzte. Das geht nicht. Allah lernt uns, dass man töten nicht darf, Unschuldige. Allah lernt uns, dass wir Terrorismus meiden müssen. Allah lernt uns das schon. Wir brauchen uns das nicht zu lehren.
Allah sagt uns das schon in den Heiligen Buch. Deswegen folge den Koran und Sunnah, du wirst ein sauberer Mensch werden. Und du wirst dich von schlechten Dingen fernhalten. Und Allah wird dich säubern. Und Allah wird deine Kinder zum Guten bringen. Wenn du das andere folgst, erwarte nicht, wenn dein Kind morgen ein Drogendealer ist. Wallahi, erwarte es nicht. Erwarte nicht, wenn dein Kind morgen ein Disco-Besitzer ist. Erwarte nicht, wenn deine Tochter keine Jungfrau ist und wenn die ein Bett für alle anderen geworden ist. Erwarte das nicht. Wallahi, erwarte das nicht. Ich schwöre es euch bei Allah und ich schwöre bei seinem Wort. Erwarte das nicht. Das geht, wenn du Koran und Sunna folgst. Allah wird deine Kinder richtig erziehen. Aber du musst dich anstrengen. Aber du musst dich anstrengen. Allahu, Allahu, ya Rabbi, ya Allah. Allahu, ya Rabbi, ya Allah. La ilaha illallah. La محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله